Gefahrensituation hier bei Altes Live. Mitten auf der Straße ist gerade ein Rebellenauto dazugekommen und der hat den Kollegen ausgerüstet. Der gehörte anscheinend zu den Rebellen. Und jetzt müsste der Major und der Bronze die wirklich abknallen, weil wir sind wirklich in Gefahr. Und Curry und ich müssten einen Busch runtergehen und ebenfalls feuern. Wobei, ja, wollen wir, Major, wir sind im Nachteil, Curry, weil wir höher sind. Warum sind wir denn dann im Nachteil? Kann man sagen, der aufgehebt wurde, der sitzt jetzt hinterm Steuer vom Pickup. Der hat keine Klamotten an, Major, das siehst du, ne? Der gehört also zu diesen beiden Rebellen offensichtlich. Der wurde auch ausgerüstet, der hat eine Waffe geschultert. Ist ja, allerdings jetzt halt im Auto, das, ne? Ja, wir müssen das ankündigen, Leute. Wartet, geht nicht vor, Leute. Geh nur einen Busch weiter, damit ich was sehe. Du kannst ja von dort sagen, die sollen sich ergeben. Ja. Nee, das sind drei Stück, Mann. Die ballern mich weg. Ja, wir können... Keine Angst. Du kannst ja sagen, wir haben ja... Dann sag du doch, nötige Mittel. Dennis, Roleplay-mäßig dürfen die dich nicht wegballern. Aber ich hab die ja auch weggeballert, ne? Das sind die Jungs. Du hast es aber angekündigt. Jetzt oder nie. Der eine wird jetzt gleich losfahren, glaube ich. Der bewegt den Reifen. Ja. Soll ich die beschlagnahmen unser Fahrzeug, warte. Leute. Das soll mal in den Chat. Ja, geh mal hin da. Ja, hey, wird von der Polizei beschlagnahmt? Das ist doch Sanitäter. Ernsthaft jetzt? Ja, das ist scheiße, Leute. Jetzt ist die Karre weg. Hä? Oh mein Gott, ey, okay. Wir failen. Komm, wir gehen runter, Curry. Ihr müsst die jetzt überfallen, festnehmen. Wenn was ist, Major, dann knall den Rebellen ab. Ich hab den Rebellen auch... Hallo, gesehen, ne? Überfall, Hände hoch, Überfall, Hände hoch. Kein Überfall, sag ihm mal, er soll unser Auto wieder geben. Hände kann hoch, nicht, Jungs, wo ist das Auto? Weg. Hände hoch! Hey, Hände hoch! Hände hoch! Major, guck mal nach links irgendwo, wo die anderen beiden Rebellen sind. Nimm die Hände hoch! Ja, ich bin der Mediziner. Okay, ich musste einer schießen, hat die Hände nicht hochgenommen. Ich bin nur der Sanitäter. Ja, Sanitäter, ab in den Helikopter, weg hier. Ich hab hier. Auto los, abschießen gehört, Leute, von hinten am weg Hügel. Hier! Fahr weg, Sanitäter! Hä? Major, wo ist die Karre? Ich hab die gerade auch abschießen gehört. Wir werden gescoutet. Oh, das sind mehrere Schützen, Alter. Die wollen hinter uns landen. Ja. Okay, einen hab ich. Curry. Ich hab den Typen, der hat in seinem Inventar geguckt. Ja. Sanitäter haut ab. Ich hab den Headshot gegeben. Ist der hier gelandet, Major? Nein, der fliegt weiter. Typ haut ab, ja. Fliegt weiter. Curry, aber super Backpack-Partner hier. Wo bist du denn am Start gewesen? Hä, ich kann nicht verlieren, Mann. Ich glaub dir doch nicht, ich häng dir doch nicht am Arsch. Was ist jetzt? Was hier ist alle? Okay, Sanitäter ist weg. Was ist jetzt Sanitäter mit dem Heli bei euch da? Auto kommt. Curry, ich komm wieder hoch. Wo, Major? Auto kommt, wo? Ich bin ja jetzt wieder hier unten, Dennis. Westen, Todeskurve. Komm wieder hoch, Curry. Okay. Ja, warum? Toll, der hat einfach unser Auto mitgenommen, weißt du. Ja, brauchen wir jetzt ein neues Auto. Ja, dann besorgen wir uns jetzt ein. Das ist ja nicht das Problem, ne? Ich hab doch ja, ein Reparaturkit. Lass uns einen Truck holen dann. Mal ganz kurz, Major, du hast vorhin gesagt, die Rebellen sind bewaffnet. Wo sind die? Sind weitergeflogen. Ja, aber die beiden Rebellen im Pickup sind hier auch noch, müssten hier eigentlich noch irgendwo sein. Die sind zwar weggefahren, aber wohin ist jetzt halt die Frage. Kann ich gerade ein Auto ausschießen? Ah, das war vielleicht der Helikopter. Ja, also diesen Typ hier an die Server-Admins, falls sie sagen Random Kill oder so, ich sag das nochmal ganz kurz. Ich habe ihm gesagt Überfall und er hat in sein Inventar geguckt. Nein, das ist kein Random Kill. Ja, ich sag's trotzdem nur. Was war das? Steuerung E, ne? Steuerung was, Major, um Geld aufzuheben? Windows-Taste und T. Okay, da haben wir Angst, dass jemand von hinten kommt, Major. Aber kann das müsstet sein? Ihr eigentlich nee, hören. Ich guck mal. Genau, guck du mal. Curry, ich stelle mich auf die andere Seite, ja? Ja, wir müssten eigentlich, wenn gleich ein Auto kommt, müssen wir da zugreifen. Ja. Einfach direkt auf die Reifen. Dürfen wir das? Ja, dürfen wir direkt auf die Reifen schießen? Natürlich. Warum denn nicht? Das Problem ist ja jetzt, mein Auto wurde jetzt von der Polizei beschlagnahmt. Kriegt man das jetzt irgendwie wieder oder... Wie ist das jetzt? Oder ist das jetzt absolut weg? Glaub, weil du musst dich ja bei gekauft. Der Polizei melden, oder? Nee, oder du musst zur Garage, glaube ich, und dann irgendwie die Kaution rausholen oder sowas. Ich bin mir da aber auch nicht so sicher. Ah. Boah. Okay, das machen wir dann. Okay, jetzt müssen wir wieder warten, bis jemand kommt. Wir brauchen ein Fahrzeug, um die Straße wieder abzusperren. Also in der Folge, in der Session gab es zwei Tote. Ja, sogar drei. Ich habe drei geholt, wobei der eine ja wiederbelebt wurde. Aber der Kollege hat einfach nicht gehört. Ich habe gesagt, er soll die Hände hochnehmen, aber er war in seinem Inventar, wollte da irgendwas rausholen, eine Waffe oder so. Und da habe ich sicherheitshalber einen Headshot gegeben, den Sanitäter habe ich am Leben gelassen, der habe ich ja Moment, wegfahren Heli, lassen. Heli? Hinter uns, Panzer? Ja. Moment. Ja. Vielleicht hat der Sanitäter den Polizisten auch Bescheid gegeben. Über uns, stimmt. Über uns. Ja, ich sehe den Heli. Der scheint weiter zu fliegen, ne? Ja, der fliegt weiter.
ist ein... Ist das nicht sogar ein Sunny Heli? Ist normalerweise... Ja, doch, nee. Eine rote Kuppel. War der rot? Aber ich glaube, der Sunny Heli war ganz rot. Ja, der Sunny Heli ist ganz rot, so, der war ein bisschen weiß. Mit der Plus-Taste kannst du nochmal ranzoomen, ne? Ja, genau, das habe ich auch schon herausgefunden, aber danke. Mit der Plus-Taste, bei Dings, ne? Numpad. Mhm, genau, genau. Das ist eigentlich ganz gut, dann kann man nämlich nochmal ranzoomen, ey. Ja, ohne dass du die Luft anhältst. Ja, das Problem ist jetzt, ey, wir stehen ohne Auto hier, ne? Ja, da kommt nachher eins, Mädchen. Ja, wenn wir eins sehen, dann schießen wir direkt auf die Reifen, oder? Ja. Denk mal, es wird keine paar Minuten dauern, dass halt hier das nächste Auto rankommt. Aber guck mal, wir haben jetzt schon mit dem Dings hier 30.000 gemacht. Mehr sogar. Ja, war nicht die Welt, aber immerhin. Ich steht dazu offen, Leute. Geht in den Busch rein. Ja, ich gehe jetzt in den Busch, direkt an der Kurve. Dann kann ich dir nämlich Bescheid sagen, Curry. Wenn ein Auto kommt, dann kannst du direkt zuschlagen. Curry ist im guten Busch, Alter. Das sieht schon ganz gut aus. Man sieht dich kaum von außen. Monster, guck du mal Richtung Westen, ich guck Richtung Osten, ja? Also ich guck Richtung Stadt und du guckst wo das kommt. Ich muss leider immer wieder sagen, ich feiere die Grafik von dem Spiel einfach von Arma. Das sieht so hammer aus. Curry, ich sitze genau im Wald, im Busch und kann jetzt auf die Todeskurve gucken. Wenn ein Fahrzeug kommt, sag ich dir Bescheid. Einfach ich hab die Kompass andere Richtung im Gradzahlen operieren. Okay. Jetzt heißt es warten. Bei der Hitze hier. Ja, ich habe jetzt hier übrigens mal diese AZA eingestellt, dass man halt diese Bäume halt diese Texturen haben. Das sieht auch mega krass aus, ne? Habt ihr das auch? Wo? Ja, ja. Was? Bei Konfiguration und da ist AZA und dann steht da irgendwie Grass and Trees oder so. AZA? Ich hab All Trees and Grass. Ja, ich hab All Trees and Grass, ja. Ja, das ist halt krass, ne? Die Bäume, wie die jetzt aussehen, Alter. Aber wie sah das denn bei dir vorher aus? Wie war das denn da? Nicht so geil, nicht so geil. Ach was? Ja, halt, wie Texturen halt aussehen. Also, nicht so detailliert, meinst du? Ja, ja. Ja, die sehen nicht... Hör mal ruhig. Sorry, ich dachte, ich hab ein Auto gehört. Alles gut. Die sind nicht so dicht wie jetzt, Curry. Ja. Das ist halt gut, wenn man Spieler in den Tunneln zu spotten will. Auch in DayZ. Aber ist unfair, ne? Unfair ist es nicht. Wenn man keine gute Grafikkarte hat, muss man es runterstellen. Ja, aber ich meine Leute, die eigentlich die Mittel haben. Nein, also das ist jetzt nicht so, wenn du das runterstellst, siehst du nicht die Spieler komplett in der Tanne. Ach so, ich mein, okay. Nur die sind nicht so dicht von der Grafik her, sage ich das mal. Oder von der Schattierung vielleicht. Auf jeden Fall sieht das schon so viel besser aus. Achso, du meinst, wenn du es runterstellst, dann hast du eine höhere Wahrscheinlichkeit, die Gegner zu spotten, ne? Leichter. Dann heben die sich ja noch viel krasser ab. Guck mal, Curry zum Beispiel sitzt da unten im Busch, den siehst du jetzt von außen gar nicht. Wenn du da so vorbeisliden würdest, dann würde ich nicht sehen, glaube ich. Ich habe die Vermutung, Leute, dass die Jungs, die wir gerade hier umgeballert haben, uns gleich wieder besuchen, weil der war eine wirklich von den sollen sie mal, ne? Wir haben auf jeden Fall die nötigen Begrüßungsgeschenke für sie. Vor allem war hier voll viel Action, denn jetzt ist es so ruhig. Liegt die Leiche eigentlich noch von den Kindern? Ja, die liegt da noch. Die Profikiller, die nicht auf ihr Auto aufpassen können. Na gut, wir hätten das zumachen müssen. Achso, ja, was sollen wir denn da machen, wenn der Satellit... Auto kommt von Westen. Was sieht aus wie ein Pickup, das sieht gut aus. Von der Stadt aus oder von der... Alter, Dennis, Mann, der schreckt uns doch nicht so. Todeskurve. Rennt der hier an meinem Busch rum, Alter. Einmal Doppel-K machen und dann habt ihr den Kompass, ja? Okay, Curry. Bereithalten. Okay, sieht aus wie drei Zivilisten in einem roten Auto. Okay, Curry, sofort rauskommen. Stehen bleiben, Überfall, stehen bleiben. Stopp. Der darf dich nicht überfahren, der wollte dich überfahren, oder was? Auf die Reifen. Alter, wo fährt der denn hin? Haben wir den? Kriegen wir den. Nee. Fährt wieder hoch, ne? Wo ist der hin? Ist hier runtergefahren. Ja, der fährt ganz weit weg. Den zu kriegen ist jetzt unmöglich, Alter. Der ist weiter in die Stadt gefahren? Nee, der fährt den Hang entlang. Also wie assi war das denn? Der wollte dich umfahren, ne? Ja. Das darf der eigentlich nicht, ne? Boah. Alter. Okay, der ist disabled. Okay, was heißt das? Sollen wir da hin? Alter, die stecken alle aus. Wir gehen da hin. Okay, pass auf, Dennis. Alter, vier Leute. Guckt, ob die Waffen haben oder sowas. Alter, sechs Leute. Nee, ich weiß nicht, wo die sind. Das sind alles, ich markiere euch. Einmal um den Hügel rum. Curry, komm mal zu mir wieder zurück. Bei dir hier. Guck mal, wie die alle weg. Laufen. Lauf doch weiter. Ja, schieß mal ein paar Mal. Ja, warte, ich muss mir Red Bull reinhauen. Der eine bleibt einfach sitzen. Nee, einer ist hinterm Busch noch. Da, Curry, okay. Wir holen uns die Schweine, Mann. Meinst du, die wissen, wo wir sind, Major? Ja, ich werde die töten, weil die sowieso... Ja, schieß auf die. Weil die wollten mich umfahren, Mann. Ja.
Auch wenn, sollen wir wissen, die haben eh nichts Bonze. Kikuri, sag mal ungefähr, wo die jetzt sind. Einmal hier rum. Jetzt von hier einmal aus? Um den Hügel rum. Töten wir die jetzt aus. Ja, ne, die wollten ja Dennis. Ja, schieß, schieß. Ja, ja. Der eine ist tot, der eine ist tot. Nice, Major. Ja, die wollten Dennis umfahren, genau. Kikuri. Da ist das Auto da unten. Da sitzt noch einer drin. Schieß den jetzt da raus. Lass mir den Ehrenkill. Nein, 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 lass mir den Ehrenkill, bitte. Oh. Als ob das jetzt so viel ausmacht. Er zittert extrem. Ist er tot? Nee, du hast ein bisschen drüber geschossen. Doch, der ist tot, ich hab ihn getötet. B, da liegt Geld, ich fahr da, ich geh da hin. Ja, vor allen Dingen reparieren wir jetzt das Auto. Ja. Ja, echt, ne? Voll Idioten. Aber warte mal, sind alle vier tot? Alle sind tot, oder? Nee, nee, die anderen sind weggelaufen. Ganz weg? Das, Alter, das waren sechs Leute. wie so ein Nest. Ja, also guck mal. Das war richtig dumm von denen, einfach nicht anzuhalten und dann... Major, guck mal, Norden. Norden bei der Todeskurve ist eine Karre. 23.000 Dollar, Ladies and Gentlemen. Sehr schön. Norden. Direkt in der Todeskurve. Alter, jetzt. ein Hunter. Police, ist ein, Police. Okay, Hunter. Das ist ein Police Hunter. Hickory. Geht in Deckung irgendwo, geht in Deckung. Ich hab keinen Ghoul mehr. Ich gehe hier in die ersten und Häuser such am den Stadtende. Stein. Oh, die halten an, die halten an, die halten an. Ja, ja, ich weiß. Was schießen direkt, ja? Ich kann jetzt nur nicht öffne aufstehen. Das Feuer, genau. Lenkt das Feuer auf euch. Warte, ja, warte. Ich kann nicht rennen, ich bin fertig. Red Ghoul, Red Ghoul. Der fährt weiter, der fährt weiter. Helikopter. Er fährt weiter, versteckt euch. Jo, versteckt jo, ich seh's. Helikopter auch noch? Das ist ein Helikopter. Warte, wir müssen hören, Doch, hören. Rechts. Nee, ist okay. Der fliegt. Oh, der fährt rechts, der ist rechts jetzt abgebogen, denn es kann sein, dass er jetzt da rumkommt. Ja, geht in den Busch rein, zeigt euch nicht. Ja, der kommt da runter. Ich geh mal hier weg, Major, ein Stückchen weiter. Okay, Polizeiwagen fährt weiter, ja. Ja, aber Panda, den haben wir doch umgebracht, ne? Jemand hat ein Auto aufgemacht? Ja. Ich war es nicht. Das war in der Todeskurve, der ist da mit einer Pistole. Okay. Ja. Ein Heli. Todeskurve. Soll ich hingehen? Bronze. Guck mal bitte auf, der scoutet uns. Okay, ich gehe da hin. Ist das ein Polizist? Schießt du? Ja, auf den Heli. Jori, ich komm zu Todeskurve, dir. Todeskurve, Pistole. Ja, der fliegt weiter jetzt, der Heli. Das ist 100% nicht. In der Todeskurve ist noch ein Spieler? Jo. In der Todeskurve, ich kann da niemanden sehen. Der war da gerade mit einer Pistole. Okay, aufpassen. Ich warte mal hier am Anfang, auf dich. Ich bin hinter dir. Ich bin beim Newspaper. Oh, da kommt noch ein Helikopter, pass auf. Oh, jetzt werden wir mega überrannt, Leute. Sind das Polizisten? Oh. Ja, ja, das sind Polizisten, Leute. Bleib in Deckung, Curry, versteck dich. Aber die fliegen, glaube ich, Major, weiter. Wo ist der Typ mit der Pistole? Nee, die steigen nur abseits aus, Curry. Nee, die fliegen weiter. Da ist der, warte mal. Ne, die sind viel zu schnell. Der ist auf der Hauptstraße, soll ich ihn töten? Nein. Ja. Nein, der fährt weiter. Er fährt weiter. Fährt er in Richtung von uns? Nee, er fährt jetzt wieder zur Todeskurve hoch. Dann nochmal zu den Unschuldigen. Die haben wir natürlich getötet, weil die einfach abgehauen sind und den Dennis überfahren wollten. Ja. Aber der Hunter ist dort hinten stehen geblieben, Leute, ne? Polizeihunter? Ja. Fahrzeug! Aus der Stadt. Der Typ, der hat jetzt die Karre genommen, ist in die Todeskurve reingefahren, aber nicht die Todeskurve durchgefahren, sondern dann, wenn es nach links geht, irgendwie rechts in den Wald rein. Der Hunter Curry kommt. Auf die Reifen schießen? Nein, lass ihn. Ja. Hunter kriegt ihn nicht so leicht down. Boah, gut, dass ich ins Haus gegangen bin. Der hat mich gehabt. Wow. Alter, ist das spannend. Alter, die hätten sich fast weggerammt da. Die beiden. Ja, mich? Nee, die beiden da. Alter. Hier ist der ist angehalten, der Hunter ist angehalten. Der sucht uns. Okay, müssen wir aufpassen. Ja, der Panda hat das durchgegeben. Sag mal, dass viele da rauskommen. Alter, da ist ein Zivilist ausgestiegen. Hm? Der fährt jetzt weiter, warte mal. Hä? Der fährt auch rechts in den Wald rein, Mann. Pass auf, dort. Okay, der sucht euch, Leute. Ja, in diesem Wald, in dieser Waldfläche, ne? Rechts von der Todeskurve. Ja, ich weiß. Da, wo wir mal unseren Unfall hatten. Ja, der fährt jetzt in den Wald rein, genau. Vorsicht, Leute. Oh, bleibt wir werden jetzt von Meli gescoutet. Ich höre ihn. Bronze, guck auf den Hunter, bitte. Guck auf den Hunter, Bronze. Ich höre ihn. Helikopter in Deckung, Curry. Ja, ich bin noch im Busch. Hunter fährt wieder zur Todeskurve. Bin noch im Busch. Ja, hat mich am Haus versteckt. Okay, wo ist der? Sobald der Hunterfahrer aussteigt und in Sicht hat, ballert den weg, bitte. Dann nehmen wir uns den Hunter. Helikopter flieht weiter. Hunter ist in der Todeskurve, fährt Richtung Westen.
Richtung Stadt? Nee. Nein. Das ist Osten hier von uns aus. Okay, Stadt ist Osten. Noch ein Helikopter? Das kann doch nicht sein hier. Curry, ich komme zu dir, ja? Nein, du brauchst dich jetzt nicht im... Ach, okay. Okay, der Hunter steht jetzt hinter der Turbo. Alter! Ey! Hier ist ein Zivi-Mann. Hinter der Todeskurve im Hello. Westen steht der Hunter. Ja, ich seh's. Hinter mir ist ein Zivi. Sag er heute abhauen. Hallo! Hau ab! Wo bist du? Der ist hinter mir weggerannt. Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Ja, wenn er nichts hat, lass ihn. Ja, nicht, dass er eine Waffe rauspackt, ne? Ja, okay, der Hunter fährt weiter. Der gehörte aber zu dem Hunter, ne? Der Hunter fährt. Warte, sag mal ruhig. Weiter Richtung Westen raus. Er hat eine Frau gesprochen, hast du das gehört, Curry? Der Hunter ist weg. Ich hab grad vor Schreck vor seine Füße geschossen, ey. Dass ich den umgemäht hab, aus Versehen. Ne, der steht ja da, im Chat dann. Okay, Curry, ich komm zu deiner Position. Hast du noch Red Gull, Curry? Dreimal. Fahrzeug? Was? Dreimal? Ja. Helikopter? Kann es geben? Sag mal, checken die das nicht, dass im Side-Channel nicht gesprochen wird, ey? Ich kann dir das nicht geben, leider. Ja. Boah, der fliegt richtig tief, der Heli. Ja, der hat's drauf, ne? Das waren Cops, ne? Ernsthaft? Ja. Aber die fliegen weiter. Genau. Die sind nicht für uns da. Bin jetzt hinter dir, Curry, nicht erschrecken, ne? Dennis! Kannst du mir nichts geben? Nee, ich kann dir das... Warte, ich... Nee, ich kann den Pfeil nicht auswählen. Ah, scheiße, Mann. Alter. Was ist das denn für eine Verarsche, Mann? Hm? Was denn? Wenn du Night Vision hast und dann, uns kannst nicht zielen, ne? Verschwindet dein Night Vision. Aber ihr ja, sagtet doch gerade, dass rechts noch ein Auto in den Wald gefahren ist. Das war nicht der Hunter, ne? Das war ein anderer. Zwei Zivilisten sind in der Stadt, ne? Aber Leute, wir spielen hier kein DayZ. Die dürfen sich da aufhalten. Ja, nee, ich meine nur. Könnten ja zwei von genau, denen sein. Genau, das ist es. Das denke ich nämlich auch die ganze Zeit. Aber was ist denn mit dem Auto, nicht das equipped. Rechts dann rausgefahren ist in den Wald? Nein, der Offroader ist so. Das war doch der Offroader. Der Offroader ist immer noch da, Curry. Okay. Helikopter startet hinter uns. Ja, ich weiß. Matcher, bleib liegen. Guck genau hinter dir. Wer hockt denn da? Matcher oder Bronze? Glocke. Ja, ich muss ja gucken, was da los ist. Ja. Ja, jetzt kannst du ein Visier knicken, ne? Ja, achso, der nimmt das Night Vision dann ab, naja. Mit dem RCO geht das. Ja, mit dem RCO geht das. Oh, da kommt ein Ifrit aus der Stadt raus. Der fährt Richtung Todeskurve. Der hält in der Stadt. Boah, Alter. Die haben bestimmt mega Cash. Aber die brauchen wir nicht überfallen, ne? Ja, Ifrit ist das Chris nicht hin, ne? Also ARCO, da kannst du auch das Night Vision mit benutzen, Leute. Ja, dann tauschen wir mal die Visiere, oder, Major? Ich meine, das bringt ja nichts. Hab ich ja. Ich meine, Dennis und Curry, ihr könntet euch auf die Straße stellen und dann sagen, die sollen einmal anhalten und aussteigen. Die können euch RP-mäßig nicht überfallen. Ja, aber hast du gerade schon gesehen, dass die Leute das machen? Nee, die Leute im Ifrit werden das nicht machen. Die werden euch nicht überfahren. Okay, einfach auf die Straße oder am Rand der Straße stellen, jetzt meinst du. Diesmal machst du das, Curry. Ich gebe dir Deckung. Nein, ihr könntet das machen. Ich sage ja jetzt nicht unbedingt, ihr macht es. Und ob wir das machen, seht ihr dann in der nächsten Folge von Altes Live übermorgen um 18 Uhr, liebe Leute. Macht doch ein Däumchen hoch, wenn euch diese Folge gefallen hat. Action ohne Ende und auch Anspannung. Es ist nicht immer so, dass im Sekundentakt Action passiert. Man muss auch mal ein bisschen warten und so weiter an der Todeskurve. Mal gucken, was da passiert. Bis dahin. Ciao. Und wie hättet ihr gehandelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Ciao.